Expeditionen in unbekannte Gegenden des Weltraums dauern ein paar Jahre. Auf der Erde vergehen währenddessen Jahrhunderte. Und niemand kann sich vorstellen, wie es dann auf der Erde aussieht. Wer sich also für solch eine Expedition meldet, der muss irgendwie verrückt sein. Verrückt. Jeder Einzelne. Ich kann ihn nicht ausstehen. Wir waren 6, als wir die Fähre bestiegen. Sie brachte uns zu unserem Raumschiff. Ich, Aitu Tomiko, war auf Beschluss der Behörde zum Koordinator des Teams ernannt worden. Ein paar Millionen Kilometer von der Erde entfernt trafen wir dann auf das Schiff. Und durch ein Verbindungsrohr gelangten wir hinein. Die Fähre kehrte zurück. Als Nani Foyle, unser Navigator, brachte die Gum, das war der Name unseres Raumschiffes, auf den Weg. Unser Ziel war ein grünlicher Planet im Sternennebel der 202 Galaxie. Und wir wussten alle, dass es keine leichte Aufgabe war, ihn auf Anhieb zu finden. Als Nani Foyle aber war zuversichtlich und meinte, dass wir den Planeten innerhalb von 10 Tagen schon auftreiben würden. Diese Zeit nutzten wir, um uns besser kennenzulernen. Ich kann ihn nicht ausstehen! Tja, während Paul Locke, unser Naturwissenschaftler an Bord, dies sagte, bildeten sich kleine Schweißtröpfchen auf seiner Stirn. Der Mann ist wahnsinnig! Es ging um Osten. Ich möchte wissen, wie man Osten für ein solches Forschungsteam als geeignet erklären konnte. Es sei denn, natürlich, das ist ein bewusstes Experiment in Sachen Anpassungsfähigkeit. Für die Behörde sind wir natürlich nur Versuchskaninchen. Du hast ganz recht. Osten ist wirklich ein sehr seltener Fall. Ja, das war Harfex, unser Fachmann für Psychologie und Biologie und irgendwie der ausgleichende Pol in der Gruppe. In seiner Kindheit und Jugend litt Osten unter einer Abart von kindlichem Autismus, die so total ist, dass sie damals noch als unheilbar galt. Hammergeld, der große Analytiker, nahm sich des Falles an. Den Autismus des Kindes Osten sah er als Folge einer übernormalen, empathischen Begabung. Das heißt, seiner Fähigkeit, mit allem und jedem zu empfinden. Hammergeld entwickelte eine entsprechende Behandlung und tatsächlich gilt Osten als der Erste, der geheilt werden konnte. Die Therapie war ein voller Erfolg. Ein Erfolg? Ja! Osten ist eindeutig kein Autistiker mehr. Nein, er ist nur unerträglich. Es ist doch so, Pollock. Die Begegnung zwischen zwei Fremden wird meistens von Abwehrgefühlen begleitet. Unser Osten, er ist ja ein Empath, spürt solche Gefühle immer. Aber das gibt doch dem Mann noch lange nicht das Recht, ein solches Ekel zu sein. Pollock, wahrscheinlich war bei deiner ersten Begegnung mit Osten dieses normale Element von Ablehnung oder Distanz in dir da. Osten spürt sowas. Und weil alle seine autistische Schutzhaltung wegtherapiert worden ist, reagiert er jetzt mit aggressiver Abwehr. Im Grunde gibt er nur verstärkt zurück, was du an ihn zuerst herangetragen hast. Und er kann uns nicht, wie soll ich sagen, abschalten. Die Mine Esquanas, unsere Ingenieurin, schien bei dieser Frage ehrliche Angst auszudrücken. Das ist wie mit dem Hören. Die Ohren haben keine Lieder zum Zumachen. Die Empathie hat keinen Schalter zum Abstellen. Er hört unsere Gefühle, ob er nun will oder nicht. Aber das heißt ja dann, dass Osten weiß, was wir denken. Als Nani Foyle sah von seinem Navigationspult beunruhigt zu uns herüber. Nein, Empathie ist nicht Telepathie und Telepathie gibt es nicht. Aber er hasst uns. Er hasst uns alle abgrundtief. Ja, 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 aber wenn er unter unserer Feindseligkeit tatsächlich leidet, warum verstärkt er sie dann noch durch seine ständigen Angriffe und Beleidigungen? Ich muss sagen, dass ich von Dr. Hammergelds Therapie nicht sehr viel halte, Harfex. Wirklich nicht. Autismus wäre da doch vielleicht noch vorzuziehen.
hielt erschrocken inne. Osten hatte gerade die Hauptkabine betreten. Sie haben ganz recht, Haito Tomiko. Autistische Abkehr ist all dem billigen, abgedroschenen Emotionengewäsch, von dem ich hier umgeben bin, bei weitem vorzuziehen. Er sah aus wie gehäutet. Seine Haut war so unnatürlich weiß und dünn, dass man die Adern darunter sah. Farblos, ja, geradezu durchsichtig waren die Augen. Nicht blau oder grau, nein. Die Farben in Ostens Augen hatten sich gegenseitig ausgelöscht, sodass darin eine Klarheit wie die von kaltem Wasser entstanden war. Unendlich tief. Er sah niemanden direkt an und hielt sich körperlich von uns allen so weit entfernt, wie das eben in der engen Kabine nur möglich war. Warum schwitzen Sie, Bollock? Können Sie mich nicht ausstehen? Nicht wahr, Sie hassen mich. Warum gehen Sie nicht und praktizieren ein bisschen Autoerotik, wie letzte Nacht etwa? Das könnte Ihre Schwingung verbessern, meinen Sie nicht? Sie verdammtes Ekel, Sie! Osten, warum nehmen Sie sich nicht ein bisschen zusammen? Keiner von Ihnen könnte für mich ein Grund sein, mein Verhalten zu ändern. Der Grund ist der, dass wir alle mehrere Jahre miteinander verbringen werden. Das Leben wäre für uns alle leichter, wenn... Vielleicht begreifen Sie endlich, dass Sie mir alle völlig egal sind. Klar? Dass Osten in unserem Team ist, kann nur eine Verschwörung der Behörden sein. Ich habe es mir gleich gedacht, diese Expedition soll misslingen. Alle schwiegen, bedrückt. Esquana war unvermittelt eingeschlafen. Als Nani Foyle zeichnete irgendwas in die Luft, murmelte rituelle Zahlen rein. Porlock fingerte an seinem Hosenknopf herum und der Schweiß lief ihm in zwei dünnen Rinnsalen die Schläfen hinunter. Und Hafex, dem ausgleichenden Pol des ganzen Teams, standen Tränen in den Augen. Ich war verzweifelt. Durfte man nicht erwarten, dass die Teilnehmer einer solchen Expedition intelligent, gut ausgebildet und darüber hinaus noch persönlich ansprechend waren? Osten mochte zwar intelligent sein, ja, aber seine Ausbildung war ungenügend und seine Persönlichkeit war eine Katastrophe. Er war nur wegen seiner einzigartigen Begabung mitgeschickt worden. Wegen der Empathie. Auf einer fremden Welt, so hatte die Behörde geurteilt, würde er dank seiner Begabung empfindungsfähiges Leben, in welcher Form auch immer, spüren können und würde Auskunft über die Art dieses Lebens geben. Das war seine Funktion. Dafür hatte man sogar extra eine neue Berufsbezeichnung gefunden. Osten war der Sensor des Teams. Um endlich einmal Kontakt mit ihm zu bekommen, fragte ich ihn einige Tage später, als wir zufällig in der Hauptkabine aufeinander trafen: Was ist Emotion, Osten? Ich meine, was genau empfangen Sie mit Ihrer empathischen Fähigkeit? Dreck. Die psychischen Ausscheidungen meiner Umwelt. Ich warte durch Ihre Fäkalien. Oh, Verzeihung, ich wollte ja nur etwas dazulernen. Sie wollten keineswegs etwas dazulernen. Sie wollten an mich herankommen, so ungefähr wie man einen toten Hund anstößt, um zu sehen, ob die Würmer aus ihm herauskriechen. Ich will aber nicht, dass man an mich herankommt. Ich will in Ruhe gelassen werden. Begreifen Sie das endlich? Ja, ich wollte wirklich nur... Ach, gehen Sie und wälzen Sie sich in Ihrem eigenen Dreck, Sie gelbes Miststück. Ich ging sofort hinaus. Der Schwall von Hass und Verachtung, der mir entgegengeschlagen war, trieb mich förmlich aus dem Raum. Oh nein, das war kein glückliches Schiff. Oh, es wurde ein bisschen besser, als Arsenani Foyle mit seinen Computern den gesuchten Planeten entdeckte.
Auf dem Monitor wirkte er wie ein dunkelgrünes Juwel, das vor unseren Augen zusehends wuchs. Als wir in die Umlaufbahn einschwenkten, kam auch Osten in die Hauptkabine. Er saß vor seinem eigenen Sichtschirm und hatte den Kopf in einem Plastiksack gesteckt. Ah, was hat denn das wieder zu bedeuten, Osten? Das Polyethylen schirmt mich von dem empathischen Lärm ab, den ich von Ihnen dauernd empfange. Ach, von mir? Und was empfangen Sie von dort unten? Wenigstens nicht den Emotionendreck einer Horde Verrückter. Wir sind 2 Jahrhunderte über die Grenzen unserer stellaren Expansion hinaus. Und außerhalb dieser Grenzen gibt es keine Menschen. Oder glauben Sie etwa, die Schöpfung hätte den gleichen schrecklichen Fehler zweimal gemacht? Was? Osten, erhalten Sie von dort unten irgendwelche Empfindungen? Sensor Osten, bitte beantworten Sie die Frage von Mr. Harfax. Wie soll ich von da draußen etwas empfangen können, wenn um mich herum die Emotionen von 5 Neurotikern wuchern? Die Würmer in der Konservendose. Wenn ich Ihnen etwas zu sagen habe, werde ich es Ihnen sagen. Ich bin mir meiner Pflichten als Sensor durchaus bewusst. Wenn Sie sich jedoch noch einmal erdreisten, mir einen Befehl zu erteilen, Koordinator Tomiko, dann werde ich meine Pflichten als beendet ansehen. Gut, Mr. Osten. Ich hoffe, dass von nun an keine Befehle mehr notwendig sein werden. Meine Stimme klang zwar gelassen, aber im Innern kochte ich vor unterdrücktem Zorn. Und obwohl Osten mir den Rücken zugekehrt hatte, schien er bei meinen Worten ein wenig zusammenzuzucken. Als hätte ihn der Ansturm meiner negativen Gefühle mit körperlicher Gewalt getroffen. Wir gingen in Sinkflug. Vor unseren Augen nichts als diese große, jadegrüne Weite. Ohne Lichter, ohne Linien oder Flecken, die auf ein tierisches oder gar menschliches Leben hätten hindeuten können. Wir landeten schließlich auf einer Ebene, die mit etwas Grasähnlichem bedeckt war. Dicke, grüne, geschmeidige Stängel wischten über die ausgefahrenen Kameras und verschmierten die Linsen mit feinem Blütenstaub. Auf diesem Planeten scheint es nur Pflanzen zu geben. Nichts als Pflanzen. Die Voraussagen unseres Biologen erwiesen sich als richtig. Als wir mit den Analysen begannen, da stellten wir fest, dass es überhaupt keine Tiere gab. Nicht einmal Kleinstlebewesen. Dafür aber unendliche Mengen von Pflanzen. Und keine einzige Spezies davon war uns bekannt. Unendliche Mengen von Schattierungen in Grün und Violett und Purpur und Braun. Unendliches Schweigen. Nur der Wind regte sich, bewegte Blätter und Zweige. Ein warmer, singender Wind, der unausgesetzt über die Prärien und Wälder und Heidelandschaften strich. Eine warme, traurige Welt. Traurig und still. Zusammen mit Porlock und Asnani Foyle unternahm ich an einem der darauffolgenden Tage eine größere Exkursion in die Umgebung. Kurze, trockene, rosa-grünliche Moosgräser erstreckten sich vor uns in alle Himmelsrichtungen. Während wir die Instrumente aufstellten, bemerkte ich, dass wir uns nur leise unterhielten. Irgendwie hatte diese unglaubliche Stille, die uns umgab, etwas Einschüchterndes. Vielleicht ahnten wir, dass unsere Stimmen das Schweigen von Abermillionen Jahren brachen. Dieses Schweigen von Wind und Laub, Laub und Wind, der blies und er starb und abermals blies. Also eigentlich tut er mir leid. Ich meine Osten. Schließlich trägt er jetzt seine ganze HiFi-Ausstattung im Gehirn völlig umsonst mit sich herum und es ist einfach nichts da, was er empfangen könnte. Was für eine Enttäuschung für den Armen, hä? Er sagte mir, dass er Pflanzen hasst. Ja, und eigentlich müsste er Pflanzen ja mögen, weil ich... Meine Pflanzen stören ihn ja nicht. Also ich kann auch nicht gerade behaupten, dass ich diese Pflanzen mag. Alles dasselbe. Kein Verstand, keine Veränderung.
Ein Mensch allein würde hier bestimmt bald durchdrehen. Ja, aber es lebt, Porlock. Und wenn es lebt, dann wird Osten es hassen. Weil er böse ist. Abgrundtief böse. Ihr werdet es noch sehen. Osten wird dieses Team auseinanderbringen. Osten verließ das Basislager nur selten. Da er keine bestimmte Funktion besaß, betätigte er sich hauptsächlich als Esquanas Assistent, reparierte mit ihr zusammen Funkgeräte oder überprüfte die Funktionstüchtigkeit der Helijets. Als ich einige Tage im Lager blieb, fiel mir auf, dass Esquana immer länger schlief, manchmal bis zu 18 Stunden am Tag. Das passierte immer dann, wenn psychische Belastungen auf sie zukamen, die sie anders nicht mehr bewältigen konnte. Als ich Esquana einmal im tiefen Schlaf unter dem Tisch liegen sah, stellte ich Osten zur Rede. Osten? Sie wünschen? Wissen Sie eigentlich, wie empfindlich Esquana ist? Ich bin nicht verantwortlich für Esquanas psychopathische Reaktionen. Nein, aber für Ihre eigenen. Esquana ist für unsere Arbeit ja unentbehrlich. Sie nicht. Wenn Sie Ihre Feindseligkeit gegen Esquana nicht unterdrücken können, sollten Sie ihr besser aus dem Weg gehen. Mit Vergnügen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, Esquanas Gefühlen ausgesetzt zu sein. Wenn Sie dank Ihrer Empathie wirklich Esquanas Leiden mitempfinden würden, warum löst das dann Ihr Mitleid aus? Mitleid? Sie reden über Mitleid? Haito, möchten Sie, dass ich Ihnen Ihre momentane Gefühlslage im Hinblick auf meine Person beschreibe? Möchten Sie das wirklich? Ich kann das präziser als Sie selbst. Ich bin dazu erzogen worden. Und was ich jetzt von Ihnen empfange, das hat mit allem Möglichen zu tun. Nur nicht mit Mitleid. Wie können Sie von mir erwarten, dass ich freundlich zu Ihnen bin, wenn Sie sich so benehmen? Glauben Sie, es spielt eine Rolle, wie ich mich benehme? Glauben Sie wirklich, darauf kommt es an? Ich habe nur die Wahl, entweder gehasst oder verachtet zu werden. Und da ich weder eine Frau noch ein Feigling bin, ziehe ich es vor, gehasst zu werden. Blödsinn. Selbstmitleid. Jeder Mensch hat... Ich bin nicht jeder Mensch. Da sind Sie alle miteinander und hier bin ich. Und ich bin einer. Was soll ich Ihrer Ansicht nach tun? Ach, gehen Sie, Osten. Verschonen Sie sich, verschonen Sie uns. Nehmen Sie einen Flugwagen. Ein Dateneinspeiser, machen Sie eine Spezieszählung im Wald. Nehmen Sie ein Waldgebiet von 100 Quadratmetern, irgendwo innerhalb des Funkbereichs und außerhalb des Empathiebereichs. Melden Sie sich täglich zweimal, um 6 und um 18 Uhr. Osten ging tatsächlich. 5 Tage lang hörten wir nichts von ihm als zweimal täglich seine Meldungen. Lakonisch, nicht ein Wort zu viel. Die Stimmung im Basislager aber veränderte sich wie ein Bühnenbild. Esquana blieb bis zu 18 Stunden am Tag wach. Porlock, Harfex und ich brauchten keine Beruhigungstabletten mehr. Und Asnani Foyle holte seine Stellargitarre heraus und sang himmlische Harmonien. An einem der nächsten Tage jedoch geschah etwas Eigenartiges. Porlock kam keuchend und mit fliegendem Atem ins Basislager gelaufen. Er starrte uns mit dem abwesenden Blick des Entsetzens an. Etwas im Wald. Etwas Großes. Es hat sich bewegt. Es war hinter mir her. Ich hatte mich gerade gebückt, um ein Nivellierungszeichen zu setzen. Da kam es auf mich zu, von hinten. Als ob es sich von den Bäumen herunterschwenkte. Komm, jetzt setz dich doch mal, Porlock. Nur mit der Ruhe. So, und jetzt noch mal ganz von vorn. Du sagst, du hast etwas gesehen. Ja, nein, nicht deutlich. Nur die Bewegung. Ich
weiß nicht, was es gewesen sein kann, aber es war etwas, was sich selbstständig bewegte und es kam aus den Bäumen. Könnte das nicht vielleicht eine Baumpflanze gewesen sein, die du hast fallen sehen? Eine Art Ranke, die sich hinter dir gelöst hat? Nein, es kam auf mich zu, zielstrebig, von oben durch die Äste. Und als ich mich umdrehte, machte es sich wieder davon. Es machte auch ein Geräusch, so eine Art Knacken. Und es war groß, mindestens so groß wie ein Mensch und möglicherweise von rötlicher Farbe, ja. Aber genau konnte ich es nicht sehen. Ich bin einfach nicht sicher genug. Aber hier gibt es nichts, was dich hätte angreifen können. Alle unsere Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass es auf diesem Planeten nur pflanzliches Leben gibt. Wir haben nicht den geringsten Hinweis auf tierisches oder gar menschliches Leben. Allerdings ist auch mir unter den Bäumen schon manchmal etwas unbehaglich geworden. So als läge eine Ahnung von Unheil in der Luft. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Man hat fast das Gefühl, als würde man von hinten beobachtet. Ich muss zugeben, dass ich das auch schon bemerkt habe. Es ist unangenehm unter den Bäumen. Wenn das Gefühl stärker wird, ruft es vielleicht eine Art Halluzination hervor. Nein, es war da. Es hat sich bewegt und es versucht, mich von hinten zu überfallen. Es war keine Halluzination. Sensor Osten an Gumbasislager. Oh, das ist Osten mit seiner 18-Uhr-Meldung. Ich werde ihn fragen, ob ihm irgendwas dieser Art aufgefallen ist. Sensor Osten an Gumbasislager. Basislager, bitte kommen. Hier Gumbasislager. Sensor Osten, bitte kommen. Sensor Osten an Gumbasislager. Fünfter Tag der Exkursion. 18 Uhr, Position unverändert. Auf Kontinent D im 14. Quadranten. Spezieszählung erfolgt nach Plan. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ende. Eine Frage noch. Mr. Porlock hatte heute bei einem Gang durch den Wald den Eindruck, dass ihn eine frei bewegliche Lebensform verfolgt hätte. Sind Sie auf irgendetwas gestoßen, Mr. Austin, das Porlocks Beobachtung bestätigen könnte? Nein. Quatsch. Lassen Sie mich mal. Hier Harfex. Harfex an Osten. Was gibt's denn noch? Mr. Osten, Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit im Wald, länger als wir alle zusammen. Haben Sie nicht den Eindruck, dass der Wald eine ziemlich beunruhigende, ja möglicherweise halluzinogene Wirkung auf die Wahrnehmung ausübt? Wenn Porlocks Wahrnehmungsvermögen so leicht zu beunruhigen ist, dass er anfängt, im Wald Gespenster zu sehen, dann sollte man ihn lieber in seinem Labor lassen, da kann er weniger Unfug anrichten. Sonst noch was? Im Augenblick nicht. Für jeden von uns stand fest, dass die Angelegenheit so schnell wie möglich geklärt werden musste. Also, Porlock, Asnani Foyle und Esquada machten sich daher am nächsten Tag auf, den nahegelegenen Wald gemeinsam zu untersuchen. Die Meldungen, die zweimal täglich bei uns eintrafen, verhießen nichts Gutes. Porlock an Basislager Gum. Dritter Tag der Exkursion, 11 Uhr. Position Kontinent D, Quadrant 13. Heute Morgen habe ich eine große, halb aufgerichtete Gestalt durch die Bäume am anderen Flussufer gesehen. Ich konnte leider nicht identifizieren, um welche Lebensform es sich handelt. Das Objekt war zu weit entfernt. Ich gebe weiter an Esquada. Esquada an Basislager Gum. Letzte Nacht habe ich Geräusche in der Nähe des Zeltes gehört. Ich hatte den Eindruck, als ob sich etwas bewegte. Esquada an Basislager Ende. Hast du das gehört, Harfex? Ja. Entweder sie werden langsam alle hysterisch oder... Oder?
Es gibt keine Lebewesen auf diesem Planeten. Am nächsten Tag blieb Ostens Mittagsmeldung aus. Ich wartete noch eine Stunde. Dann beorderte ich die anderen zurück und flog mit Harfex im Helijet in die Gegend, aus der sich Osten am Abend zuvor gemeldet hatte. Wie ein unermesslich weites, purpurnes Blättermeer lag der Wald unter uns. Dieser Wald ist undurchdringlich. Wie sollen wir ihn denn da drin finden? Er sagte doch, er sei am Flussufer gelandet. Also müssen wir zuerst den Flugwagen finden. Sein Lager kann dann nicht weit davon entfernt sein. Ja, das stimmt. Ich glaube, da drüben ist schon der Fluss. Ja, und da ist auch sein Wagen. Das helle Metall ist zwischen all den Naturfarben gar nicht zu übersehen. Also, dann versuchen wir zu landen. Ja. Als wir über die Leiter hinunterstiegen, empfing uns eine so unheimliche Stille, dass ich unwillkürlich meine Pistolentasche öffnete. Das Tageslicht war matt und wurde matter, je tiefer wir in den Wald hineinkamen. Die dicken Baumstämme standen ziemlich weit auseinander, beinahe regelmäßig, beinahe einer wie der andere. Alle mit einer weichen, grünlich-braunen Rinde, die umrankt war von Schlingpflanzen und garniert mit Flechten. Die Bäume streckten starre, wirre Büschel von großen, untertassenförmigen, dunklen Blättern von sich, die über uns ein 20 bis 30 Meter dickes Dach bildeten. Unter unseren Füßen federte der Boden wie eine Matratze, war dicht von Wurzeln durchzogen und mit kleinen, fleischig blättrigen Gewächsen bedeckt. Ich glaube, da drüben, das ist sein Zelt. Ja, das ist es. Natürlich war das Zelt leer. Ich dachte, dass wir ihn rufen müssen. Aber ich schwieg. Irgendwie hatte diese ungeheure Gemeinschaft der Stimmlosen, die uns umgab, etwas so Einschüchterndes, dass ich fast nicht mehr zu sprechen, geschweige denn zu schreien, wagte. Auch Harfex sagte nichts. Vom Zelt aus gingen wir in Kreisen, achteten jedoch darauf, dass wir uns mitten zwischen den dichtstehenden Gewächsen nicht aus den Augen verloren. Keine 30 Meter vom Zelt entfernt, stolperte ich dann über Ostens Körper. Er lag mit dem Gesicht nach unten zwischen den riesigen Wurzeln zweier Bäume. Sein Kopf und seine Hände waren voller Blut. Harfex! Harfex! Oh. Ist er tot? Nein, nein, das glaube ich nicht. Aber das hat ihn schwer erwischt. Man hat ihn wohl von hinten niedergeschlagen mit einer Waffe. Oder einem Werkzeug. Komm, wir müssen ihn umdrehen. Als er auf dem Rücken zu liegen kam, sah ich, dass seine Haut fast grün war. Seine blassen Lippen verzerrten sich, als wollten sie etwas sagen. Stattdessen aber schlug er für einen Moment die Augen auf. Und in diesem Augenblick durchdrang mich auf einmal eine tödliche Angst. Ich schrie zwei- oder dreimal laut auf und wollte in die schreckliche Dämmerung davonlaufen. Heito! Heito, was ist denn? Was ist mit dir? Ich weiß es nicht. Komm zu dir! Beruhige dich. Oh Gott, diese Angst. Seine Augen. Diese schreckliche Angst auf einmal. Heito. Wir sind beide etwas nervös, glaube ich. Komm, wir sollten machen, dass wir hier möglichst schnell wegkommen. Ja. Ja, Osten muss behandelt werden. Ja, so schnell es geht. Von sinnloser Hast getrieben, schleppten wir Ostin zum Fluss hinüber und zogen ihn mit einem Seil unter den Arm in den Helijet hinauf. Wir starteten sofort. Als wir uns über das träge,
dunkle Meer der Blätter hinaushoben, atmete ich erstmal tief durch. Harfex sah mich von der Seite fragend an. Was war los, Heiter? Ich weiß es nicht. Das ist mir noch nie passiert. Ich hatte auf einmal eine solche Angst, dass ich fast ohnmächtig geworden wäre. Ja. Ich spürte sie auch, diese Angst. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie du, aber ich spürte sie. Nicht wahr? Aber es lag doch schon vorher die ganze Zeit sowas Unbestimmtes in der Luft. Aber als ich Osten dann in den Armen hielt und er die Augen aufschlug, da wurde das übermächtig. Er muss einen Moment lang zu Bewusstsein gekommen sein. Ja. Hoffentlich kann er uns sagen, wer oder was ihn überfallen hat, wenn er wieder zu sich kommt. Als wir im Basislager ankamen und den anderen das Vorgefallene berichteten, brach auch hier Panik aus. Die Brutalität dieses Überfalls erschütterte und verwirrte uns. Da Harfex jedoch darauf beharrte, dass es kein tierisches Leben auf diesem Planeten gebe, begannen die anderen über empfindungsfähige Pflanzen zu spekulieren oder über pflanzliche Ungeheuer und psychische Projektionen. Esquana redete dauernd über das dunkle Ego, das dem Menschen hinter seinem Rücken folgte. Und niemand verspürte auch nur die geringste Lust, freiwillig das Lager zu verlassen. Osten hatte in den 3-4 Stunden ziemlich viel Blut verloren. Dazu eine Gehirnerschütterung und schwere Prellungen am Kopf. Endlich dann am 3. Tag nach dem Überfall stand ich zusammen mit Harfex in seinem Schlafabteil. Er lag da wie eine zerbrochene Kleiderpuppe, rang nach Atem und schaute an uns vorbei. Osten, können Sie uns sagen, wer oder was Sie überfallen hat? Osten, Sie wurden überfallen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch nicht wieder dran, aber irgendetwas hat Sie überfallen. Sie waren im Wald. Der Wald? Ja. Im Wald. Ja, was ist im Wald? Ich weiß nicht. Haben Sie denn gesehen, was Sie überfallen hat? Ich weiß es nicht. Aber Sie erinnern sich doch. Bitte, Osten, Sie müssen sich dran erinnern. Ich weiß es nicht. Osten, unser aller Leben kann davon abhängen. Sie müssen uns sagen, was Sie gesehen haben. Sie werden es uns sagen, Osten. Osten hielt die Antwort zurück. Er war einfach zu schwach, das zu verbergen. Aber warum weigerte er sich, uns zu sagen, was vorgefallen war? Nachdem Harfex seine Selbstbeherrschung zurückgewonnen hatte und in seinen Schlafabteil gegangen war, setzte ich mich auf den Klappstuhl neben die Liege und sah ihn an. Er lag weiß und flach ausgestreckt da, die Hände hilflos an den Seiten und mit Tränen in den farblosen Augen. Und wie ich ihn so daliegen sah, begriff ich es auf einmal. Unwillkürlich legte ich meine Hand auf die seine. Er wollte seine Hand vorziehen. Aber seine Kraft reichte nicht. Nicht. Osten, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen nur Gutes, denn sehen Sie, ich habe es jetzt begriffen. Es war einer von uns.
Das stimmt doch, nicht wahr? Nein, nein, Braun, antworten Sie nicht. Sagen Sie nur etwas, wenn ich mich irre. Aber das tue ich nicht. Natürlich gibt es Tiere auf diesem Planeten. 6 Tiere. Wer es war, ist mir gleichgültig. Spielt wohl auch keine Rolle, nicht? Im Grunde hätte es ja wohl jeder sein können. Ich auch. Denn auch ich habe sie manchmal so gehasst, dass ich sie am liebsten hätte umbringen können. Weil ich nicht begreifen konnte, wie das ist, Osten. Weil es niemand begreifen kann. Stoßen Sie immer nur auf Hass? Immer nur auf Angst? Niemals auf Liebe? Nein. Aber bei mir ist es im Augenblick kein Hass, nicht? Das spüren Sie doch. Es ist Mitgefühl, es ist Besorgnis, es sind gute Wünsche. Nicht wahr, Osten? Das spüren Sie doch. Ja. Ich spüre es. Hören Sie, als wir Sie da draußen im Wald fanden und als ich versuchte, Sie umzudrehen, da wurden Sie für einen Augenblick wach. Und ich empfand auf einmal ein fürchterliches Entsetzen vor Ihnen. Minutenlang war ich fast wahnsinnig vor Angst. War das Ihre Angst vor mir, die ich da gespürt habe? Nein, es war Angst. Wald. Die Angst im Wald. Unter den Bäumen. Bäumen. Wie ein Mann, der Schmerzen leidet. Und von ihnen erlöst wird, sank Osten langsam und völlig entspannt in den Schlaf hinein. Ich bedrängte ihn nicht länger, sondern ließ meine Hand auf der seinen liegen und spürte, wie ein Strom zwischen uns zu fließen begann. Dabei entspannte sich sein Mund. Und ich entdeckte auf seinem Gesicht etwas, was bisher vielleicht noch niemand gesehen hatte. Ein Lächeln. Ein ganz schwaches Lächeln. Am nächsten Tag saß er bereits aufrecht im Bett. Er hatte Hunger. Harfex wollte ihn ausfragen, aber ich hielt ihn zurück. Stattdessen hängte ich, wie Osten es selbst häufig getan hatte, eine Bahn Plastikstoff vor die Tür seines Schlafabteils. Reduziert das wirklich Ihren empathischen Empfang? Nein. Eigentlich nicht. Dann ist es also nur eine Warnung. Zum Teil. Eher eine Art Gesundbeten. Dr. Hammergeld meinte, es hilft. Tut es vielleicht auch sogar. Ein wenig. Dr. Hammergeld, er war Ihr Freund. Freund? Vater, Mutter? Gott. Ich habe leben gelernt. Von ihm atmen. Lebt er noch? Haben Sie vergessen, wo wir sind, Koordinator? Dr. Hammergeld ist vor mindestens 2,5 Jahrhunderten gestorben. Ach so. Oh ja, entschuldige. Warum? Bitte. Jeder von uns hat doch seine kleinen Familien zurückgelassen. Osten, vielleicht ist es richtig, dass Sie die anderen nicht zu der Erkenntnis zwingen, dass es einer von uns war. Vielleicht wäre es im Moment das Schlimmste, das Vertrauen zueinander zu verlieren.
Aber es bleibt natürlich diese Angst. Sie alle haben diese Angst. Und Sie, Herr Ito? Sie haben keine Angst? Nein, doch, ja, nein. Ja, doch. Ich gebe es zu, ja. Obwohl ich doch weiß, dass es kein übernatürliches Ungeheuer war, das sie überfallen hat. Ich verstehe es auch nicht. Oh Gott, es ist zum verrückt werden. Und es wird bald noch schlimmer kommen. Wieso? Weil da etwas ist. Etwas Empfindungsfähiges? Eine Empfindung. Im Wald? Ja, im Wald. Unter den Bäumen. Aber was ist es? Wenn Sie, als ich da draußen hinfiel, habe ich nicht sofort das Bewusstsein verloren. Ich lag mit dem Gesicht in diesem weichen Humus aus Laub vergraben. Er drang mir in die Nase und in die Augen. Ich konnte mich nicht rühren, nicht aufstehen, nicht sehen. Als ob ich in den Boden hineingesunken wäre. Ein Teil von ihm. Ich hatte sogar das Gefühl, ich könnte unter mir in der Erde die Wurzeln spüren. Und ich spürte Angst. Es wurde immer stärker. Als wüssten sie endlich, dass ich da bin. Dass ich auf ihnen, unter ihnen, zwischen ihnen bin. Das Ding, dass sie fürchten und das zugleich Teil ihrer Angst selbst ist. Ich konnte nicht anders, als diese Angst zurückzusenden, und sie wuchs weiter und weiter, bis ich ohnmächtig wurde. Irgendwann wachte ich noch einmal auf, aber ich konnte mich immer noch nicht bewegen, nicht rühren, nicht fliehen, genau wie sie. Osten? Wer sind Sie? Sie? Es? Ich weiß nicht. Die Angst? Nein. Ich weiß es nicht. Als ich Harfax ein wenig später von dem Gespräch mit Osten erzählte, spürte ich seinen nur mühsam unterdrückten Zorn. Was meint Osten damit? Ja, das weiß ich nicht. Hat er Sie denn nicht einmal flüchtig gesehen? Er hat nichts gesehen. Der erste Schlag hat ihn bereits bewusstlos gemacht. Doch als er wieder zu sich kam, allein im Wald, empfand er eine tiefe Angst. Nicht seine eigene, das weiß er genau. Es war eine Angst von außen, und er weiß auch, dass er sie nicht von einem von uns empfangen hat. Sodass anscheinend doch nicht alle einheimischen Lebensformen hier empfindungsunfähig sind. Du wirst mir Angst einjagen, Aitor. Ich begreife allerdings nicht, warum. Er stand auf und ging davon. Ich sah mich nach den anderen um. Esquana hatte sich am Vorabend in ihr Schlafabteil zurückgezogen und war seitdem nicht mehr aufgetaucht. Porlock und Asnani Foyle saßen in der Hauptkabine und spielten Schach. Die Art und Weise, wie sie das taten, war jedoch ziemlich merkwürdig. Asnani Foyle hatte nämlich seinen Stuhl so weit herumgeschoben, dass er praktisch neben Porlock saß. Das konnte ich nicht sagen, was das zu bedeuten hatte. Aber dann wurde mir klar, dass sie beide mit dem Gesicht in Richtung auf den nahegelegenen Wald saßen. Dabei fiel mir ein, dass auch ich in den letzten Tagen tunlichst vermieden hatte, dem Wald den Rücken zuzukehren. Es war fast so, als ob wir einen Feind im Auge behalten wollten.
Während ich noch darüber nachdachte, betrat Harfex die Hauptkabine. Esquana wacht nicht mehr auf. Auch mit Hilfe von stimulierenden Drogen nicht. Sie hat sich zusammengerollt wie ein Säugling mit dem Daumen im Mund. Sie scheint sich geradezu an den Schlaf zu klammern. 2 Tage, 2 Ausfälle. Wer wohl der Nächste sein wird? Jeder von uns wird der Nächste sein, weil er uns wahnsinnig macht. Und zwar alle. Fühlt ihr es nicht? Fühlt ihr nicht, was er mit uns macht? Warum, glaubt ihr wohl, wollte ich ihn umbringen? Zuerst hat er Streit und Unfrieden zwischen uns gesät und damit versucht, den Auftrag zu sabotieren. Und jetzt fängt er an, uns in den Wahnsinn zu treiben, indem er diese Angst aussendet. Diese Angst, die so groß ist, dass keiner mehr von uns schlafen oder nachdenken kann oder... Ich musste es tun. Sie haben es aber nicht gründlich genug getan. Porlock. Ich selbst hätte mir wahrscheinlich eine schwerere Verletzung beibringen können. Verdammt nochmal, Porlock, das bin doch nicht ich, vor dem Sie sich so wahnsinnig fürchten. Das ist da draußen der Wald. Hör dich auf ihn! Tut es nicht! Aita und den Spaler hat er schon unter seine Kontrolle gebracht, aber wir könnten noch gerettet werden! Porlock machte einen wirkungslosen Versuch, sich auf Austin zu stürzen. Asnanifol trat dazwischen, hielt ihn ohne größere Anstrengung so lange fest, bis Harfex ihm eine Beruhigungsspritze gegeben hatte. Als das Sedativum dann nach 1 Minute zu wirken begann, brachten sie ihn in die Schlafkabine. Also gut, Austin. Sie erzählen uns jetzt, was Sie wissen. Und zwar alles. Wissen? Tue ich überhaupt nichts. Nach 3 Tagen im Wald meinte ich gelegentlich so etwas wie einen Affekt zu empfangen. Wie konnte es sein, dass ich empathische Affekte empfing, wo es doch keine Lebewesen, niemanden gab, der sie hätte ausstrahlen können? Zuerst war es noch nicht so stark. Eher unbestimmt. Seltsam. Wie ein wenig Zugluft in einem geschlossenen Raum, nicht mehr. Ich dachte, es müssen die Bäume sein. Nein, nicht die Bäume. Die haben ebenso wenig ein Nervensystem wie die Pflanzen auf der Erde. Nicht das geringste. Vielleicht sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was ist denn mit diesen Wurzelknoten, an denen wir seit fast 3 Wochen herumrätseln? Was soll denn damit sein? Das sind doch ganz zweifellos Verbindungen. Verbindungen zwischen den einzelnen Bäumen, stimmt's? Harfex, wenn man dir eine einzige Zelle eines, sagen wir tierischen Gehirns zum Untersuchen gäbe, würdest du erkennen, was es ist? Würdest du feststellen, dass diese Zelle empfindungsfähig ist? Nein, dass sie das auch nicht sein kann. Für sich genommen ist sie als einzelne Zelle lediglich zu mechanischen Reaktionen auf äußere Reize fähig, nicht zu eigenen Empfindungen. Empfindungsfähigkeit, ebenso wie Intelligenz, ist eben nichts Dingliches, das man etwa in einer einzelnen Gehirnzelle nachweisen oder analysieren könnte. Sie ist eine Funktion der miteinander verbundenen Zellen. Ja, sie ist in gewissem Sinne die Verbindung selbst, das Verbundensein. Du willst damit sagen, dass die einzelnen Pflanzenformen hier sozusagen die Zellen in einer Art riesigen Gehirn darstellen? Ja, vielleicht. Auf diesem Planeten ist ja alles untereinander verbunden, sowohl durch die Wurzelknoten im Boden, als auch durch die Schlingpflanzen in den Zweigen. Also ich weiß nicht, ob es so ist. Ich vermute es nur. Vielleicht kann Austin es besser beschreiben. Empfindungsfähigkeit? Ohne Sinne. Blind, taub, ohne Nerven, ohne Bewegung.
Ein wenig Reaktion auf Berührung, Reaktion auf Wind, Sonne, Wasser und die Chemikalien im Boden. Es ist da, ohne Geist. Wahrnehmung des Daseins ohne Objekt, ohne Subjekt. Nirvana. Warum aber empfangen Sie Angst? Ich weiß es nicht. Es fing mit dieser Unsicherheit an, tagelang. Dann lag ich zwischen den Bäumen, mein Blut tropfte auf die Wurzeln und da wurde es zur Angst. Nur noch zu Angst. Ja, natürlich. Auf diesen Wald müssen wir fremd und erschreckend wirken. Denn wir sind wurzellos, wir bewegen uns vorwärts. Wir sind anders als alles, was er bisher gekannt hat. Vielleicht kommen wir ihm als Waldbrand oder Hurricane vor, als fürchterliche Gefahr. Kein Wunder also, dass er Angst hat. Nicht er. Es gibt kein Wesen, keine riesige Kreatur oder eine geheimnisvolle Person. Es gibt allenfalls eine Funktion. Es gibt nur Angst. Und was wir alle näher kommen spüren, ist diese Angst. Ja. Ihr fühlt sie alle. So taub ihr auch seid. Esquana ist am schlimmsten dran, weil sie eine Spur von empathischer Begabung hat. Allerdings ist sie zu schwach, um zu senden. Sie wird nie mehr als ein Medium sein können. Ja, aber Osten, Sie können doch senden. Senden Sie dem Wald, der Angst dort draußen, senden Sie ihm, dass wir ihm nicht wehtun wollen. Dass wir harmlos sind. Freundlich. Niemand kann eine falsche, empathische Botschaft senden, Aido. Aber wir wollen dem Wald doch nicht schaden. Wir sind ihm doch freundlich gesonnen. Wirklich? Da draußen im Wald, als Sie mich hochhoben, Haido, haben Sie da wirklich Freundschaft empfunden? Nein. Entsetzen. Aber das war er. Der Wald, die Pflanzen, nicht mein eigenes Entsetzen. Wo ist da der Unterschied? Nur das Einzige, was Sie empfanden. Begreift ihr denn nicht, warum ich euch nicht mag und warum ihr alle mich nicht mögt? Begreift ihr nicht, dass ich jeden negativen oder aggressiven Affekt, den ihr seit unserer ersten Begegnung mir gegenüber empfande, zurücksenden muss? Das ist die nackte Selbstverteidigung! Leider entsteht dadurch ein geschlossener Kreis, der sich selbst erhält und immer mehr verstärkt. Versteht ihr, was ich sagen will? Das Gehirn des Waldes da draußen überträgt jetzt nur noch Entsetzen. Und die einzige Botschaft, die ich ihm daher übermitteln kann, ist ebenfalls Entsetzen, weil es das Einzige ist, was ich im Augenblick empfinde. Wir können also nichts tun. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich lag ganz still und hörte den Atem der Schlafenden und das Rauschen des Windes draußen. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, als hörte ich die Schritte des Todes. Schweißgebadet sprang ich auf, lief in die Hauptkabine. Außer Esquana in ihrer Koje schlief niemand. Porlock lag fluchend in der Zwangszirke und die anderen, Osten auch, saßen schweigend beieinander. Es ist alles eins. Ein großer grüner Gedanke. Es denkt nicht. Es geht nur etwas vor. Die Zweige, die Schlingpflanzen, die Wurzeln mit diesen knotigen Verbindungen zwischen den einzelnen Bäumen, sie alle geben offenbar elektrochemische Impulse weiter.
Genau genommen gibt es also keine Einzelpflanzen. Einfach unvorstellbar. Die gesamte Biosphäre eines Planeten ein einziges Kommunikationsnetz. Irrational, unsterblich und empfindungsfähig. Tja, das ist es. Das ist die Angst. Die Angst ist nicht, weil wir frei beweglich sind oder etwa destruktiv werden. Sie ist, weil wir sind. Weil wir andere sind. Und bisher hat es für die Pflanzen hier niemals etwas anderes gegeben. Sie haben recht. Es hat keine Gefährten, keine Feinde, keine Verbindung mit irgendetwas außer sich selbst. Es ist eines allein auf ewig. Ja. Es ist groß. Sehr groß. Es kennt das Tageslicht und die lange Nacht. Wind und Windstille zusammen. Wintersterne und Sommersterne zugleich. Es hat Wurzeln und keinen Feind. Es ist ganz. Begreift ihr? Es ist ganz. Wir sollten diese Welt verlassen. Wenn ich Kontakt mit ihnen bekäme, wenn es noch nicht so überwältigend wäre. Denn wisst ihr, ich empfange mehr als nur die Angst. Da ist noch etwas wie Gelassenheit, meine ich. Sie sind wehrlos dagegen, Austin. Sie sind ihm hilflos ausgeliefert. Wir sollten weg von mir. Wenn ich nachgeben würde, ob ich dann wohl Kontakt bekommen könnte? Nachgeben? Was meinen Sie mit nachgeben? Meinen Sie aufhören, die Angst zurückzuweisen und sie stattdessen in sich behalten? Daran werden Sie entweder sofort sterben oder... Ja, oder Sie fallen in den totalen Autismus zurück. Warum? Es ist nicht intelligent. Ich bin's. Das ist falsch. Austin, was könnte ein einziges menschliches Gehirn gegen etwas so Immenses ausrichten? Ein einziges menschliches Gehirn kann eine Gesetzmäßigkeit in der Weite der Sterne wahrnehmen und sie als Liebe deuten. Überrascht sah Austin zu mir auf. Unsere Blicke trafen sich, als wäre es zum ersten Mal. Ein langer, ruhiger Blick. So klar wie Wasser. Im Wald wäre es leichter. Wer von euch fliegt mich hin? Wir nahmen den Helijet. Ich vorne als Pilot, neben mir Harfex und Austin und im hinteren Abteil Esquana, zusammengerollt und immer noch in tiefem Schlaf. Rings um uns stand der Wald und seine Angst brandete in ungeheuren, dunklen Wellen gegen uns an. Um mich zu schützen, kroch ich in mich hinein und schloss die Augen. Ich hörte Esquana im Schlaf stöhnen und hörte Harfex hastig und schwer atmen. Und dann hörte ich, wie die Tür geöffnet wurde. Ich komme. Nein, nein, nein. Ich komme. Nein! Ach, nein! Plötzlich war die Angst fort.
Ich hob den Kopf und richtete mich langsam auf. Durch die Türöffnung kam ein leichter Wind. Dahinter war es schwarz und undurchdringlich. Von Osten war nichts mehr zu sehen. Osten? Osten! Hafex neben mir war irgendwie nicht in Ordnung. Im Dunkeln tastete ich nach seinem Kopf und versuchte, ihn hochzuheben. Er war von seinem Sitz gerutscht. Da kam aus dem hinteren Abteil des Jets plötzlich Esquanas Stimme. Ich knipste die Innenbeleuchtung an und sah, dass Esquana zusammengerollt wie seit Tagen in tiefem Schlaf lag. Ihr Mund aber öffnete sich. Gut. Alles ist gut. Austin? Alles ist gut. Wo sind Sie? Kommen Sie zurück, Austin. Bleibe. Aber Sie können hier nicht bleiben. Ich bleibe hier. Sie werden doch ganz alleine, Austin. Hört. Hört mich. Ich bin euch wohlgesonnen. Austin! Austin! Austin, ich komme wieder. Ich muss Hafex zum Lager zurückbringen. Dann komme ich wieder. Anfangs flogen wir noch jeden Tag in den Wald und suchten in dem Gebiet um den kahlen Hügel nach Austin. Dabei ließen wir Berge von Vorräten für ihn zurück. Lebensmittel, Kleidung, Zelte und Werkzeug. Schließlich gaben wir die Suche nach ihm auf. Wie sollten wir einen einzelnen Mann in jenen unendlichen, dämmerigen Labyrinthen finden? Einen Mann, der gar nicht gefunden werden wollte. Aber wir zweifelten nicht daran, dass er dort war. Weil die Angst fort war. Austin hatte die Angst in sich aufgenommen und damit überwunden. Er hatte sich ganz an das Fremde hingegeben und dadurch uns alle erlöst. Wir waren nur noch vier, als wir zur Erde zurückkehrten. Unser Sensor Austin blieb auf dem grünen Planeten zurück. Biologe Hafex war vor Angst gestorben.